Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser Folge geht es um saubere MIDI-Clips. Ich nenne das MIDI Bounce in Place, aber eigentlich ist das die Join-Funktion. Was ich da genau machen will, zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, es wird ja immer viel darüber gesprochen, dass man sauber produzieren soll, wenn man die Übersicht behalten will und jetzt nicht nur einfach eine kleine Skizze macht, die man nach 10 Minuten sowieso wieder verwirft, sondern vielleicht tatsächlich an einem echten Projekt arbeitet, dass man vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach 2 Monaten oder nach 5 Jahren mal wieder aufmacht. Und dann möchte man eigentlich, dass das so selbsterklärend wie möglich ist. Und deshalb muss man ja auch immer sehr sauber arbeiten. Und jetzt gibt es eine Sache, die wird meines Erachtens ein bisschen zu wenig beleuchtet, weil man da auch relativ schnell mal durcheinander kommen kann, auch in der Kollaboration mit anderen in Bitwig. Und zwar, ich mache jetzt gleich mal einen kleinen Umweg über Audiobearbeitung. Und zwar Audiobearbeitung, wenn ich hier so einen Clip habe wie den hier, dann kann ich ja hier ganz normal Clips zerschneiden. Dann schneide ich den hier mal in so 3 Teile bzw. mehr Teile, den hinten beachte ich gar nicht und dann ziehe ich den hier mal so auf eine neue Audiospur runter. Das machen wir jetzt auch gleich mal hell. Und so, jetzt habe ich diesen kleinen Clip und diesen kleinen Clip. Und wenn ich jetzt auf diesen Clip hier drauf klicke oder auf diesen Clip hier doppelt klicke, wird mir der entsprechende Clip hier unten angezeigt. So, jetzt sehe ich aber jedes Mal immer nur denselben Clip und wenn ich hier jetzt reinzoome, dann sehe ich den Teil des Clips eigentlich. Jetzt ist mir das wieder in voller Länge. So, dann sehe ich eigentlich den Teil des Clips, der hier abgespielt wird. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf Solo schalte und das hier abspiele, so, dann wird nur dieser Teil abgespielt, hier unten. Aber ich sehe trotzdem, weil es ein non-destruktives Arbeiten ist, den kompletten Clip. Das heißt, ich habe hier den kompletten Clip da, obwohl ich nur so einen kleinen Bereich hier ausgeschnitten habe. Um das zu vermeiden, geht man normalerweise hin, sagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden, der Clip soll so sein, dann baue ich hier vielleicht noch einen kleinen Infade rein und einen kleinen Outfade, damit das nicht knackst. Und ich möchte jetzt nur diesen Clip haben und jetzt würde ich sagen, ich mache einen Bounce in Place, dann wird der gebounced, ändert auch gleich noch die Farbe lustigerweise, so weil ich das hier vorne eingestellt habe. So, und wenn ich jetzt draufklicke, habe ich nur wirklich dieses Sample und nicht mehr dieses Sample. Das heißt, ich habe destruktiv dieses Sample verändert. Ich habe das auch wirklich physikalisch auch verändert und nicht wie hier nur logisch, dass ich hier quasi nur einen kleinen Teilbereich markiere und den nur abspiele. So, das ist bei der Audiobearbeitung. Das heißt, wenn ich möchte, dass Samples, wie sie mir hier dargestellt werden, auch nur so existieren und nicht irgendwelche mega riesen Samples im Hintergrund oder irgendwelche längeren Samples da, wo ich, wenn ich in den Videoeditor reingehe, erstmal gucken muss, okay, was gehört jetzt eigentlich zu diesem Sample dazu, dann mache ich hier so einen Bounce in Place zum Beispiel. Und ein ähnliches gibt es auch hier bei den MIDI-Clips. Da gibt es nämlich auch das non-destruktive Arbeiten. Ich habe jetzt hier so einen MIDI-Clip, den oberen hier, den großen orangen. Und ich mache jetzt davon einfach mal eine Kopie und mache die jetzt mal hier so gelb, hellgelb. Und jetzt könnte ich hier genauso wieder schneiden. Schneide hier, schneide hier. Machen wir das hier mal anders als bei den grünen. Und stehe jetzt quasi wieder vor demselben Problem. Wenn ich hier drauf klicke, habe ich den kompletten Clip. Wenn ich hier drauf klicke, habe ich auch den kompletten Clip. Aber nur dieser Bereich wird hier abgespielt, der hier so eingegrenzt ist. Aber ich habe immer noch den gleichen Clip. Wenn ich das hier unten mache, habe ich zum Beispiel nur diese 2 Noten, die mir hier auch angezeigt werden. Um das jetzt hier so zu machen, weil hier habe ich ja nur diese 2 Noten, kann ich einen Rechtsklick machen und Consolidate oder Join anklicken. Wenn ich das jetzt mache und hier wieder einen Doppelklick, dann habe ich nur diese 2 Noten und nicht mehr den gesamten Clip hier im Hintergrund. Das heißt, würde ich den Clip jetzt hier ausdünnen, sagen, okay, den Bereich brauche ich auch nicht, den Bereich brauche ich auch nicht und
Den nehmen wir hier mal weg, hier vorne, beziehungsweise vom Notenanfang nehmen wir den hier weg. So, klicke ich hier drauf, habe ich immer noch den gesamten Clip. Klicke ich jetzt hier auf Consolidate oder Join, habe ich nur noch diese eine Note. Das heißt, ich mache quasi mit diesem Consolidate oder Join, mache ich quasi ein Bounce in Place mit den MIDI-Noten. Und wenn ich später dann dieses Projekt wieder öffne und auf diese Noten sehe, sehe ich dann auch wirklich nur das, was ich hier hingesetzt habe und nicht unter Umständen eine Armada an alten Clips, die ich mal so ein bisschen auseinandergeschnitten habe und nie richtig mich entschieden habe, dass das jetzt das Ding ist, was wirklich, was ich benutzen möchte. Dahinter steckt noch so eine andere, sage ich mal, philosophische Geisteshaltung, dass man sich an einem bestimmten Punkt entscheidet für einen Weg oder für einen Sound oder für eine musikalische Entscheidung. So dass, wenn ich jetzt diesen Clip hier eingespielt habe mit der Tastatur und das jetzt zum Beispiel keine durchgängige Melodie, sondern mehrere oder irgendwelche Zwischensequenzen, dass ich die dann schneide, dann kann ich die hier auch zum Beispiel benennen, kann sagen, okay, das ist das Intro, hier ist die Hook oder wie auch immer, und habe dann die einzelnen Elemente hier so am Start, wie ich sie auch geschnitten habe. Und wenn ich das Ganze, wenn ich das nochmal dupliziere hier, wenn ich das Ganze halt einfach nur durch solche Schnitts mache, also ich schneide ja einfach non-destruktiv, das heißt, ich habe in jedem Clip eigentlich den gesamten Clip noch da. Ups, nee, muten wollte ich das jetzt nicht. Den gesamten Clip noch da, aber ich spiele immer nur diesen Ausschnitt dieses Clips. Klar kann ich dann immer wieder auf den Originalclip zurückgreifen, aber an einem bestimmten Punkt des Songs macht es für mich auch irgendwo Sinn, mich zu entscheiden, dass das jetzt quasi die Auswahl ist, die ich treffe. Und dann kann ich eben mit Steuerung J oder eben Consolidate, kann ich sagen, okay, und das ist jetzt zum Beispiel mein Refrain. Und der enthält dann nicht noch irgendwelche weitere musikalische Elemente in dem Clip drin. So, denke mal, darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Machen müssen muss man das nicht. Ich halte es aber für mich persönlich sehr von Vorteil, das so zu machen, um einfach für ein irgendwann Wiederöffnen des Projektes einfach Klarheit zu haben. Und vielleicht will ich auch die ganzen alten Kamellen, die ich hier eingespielt habe, auch überhaupt nicht mehr haben. Also so ein bisschen ein Aufräumen, was man auch bei Audioclips eigentlich machen sollte, dass man sich dann irgendwann mal entscheidet, okay, das ist jetzt mein Audioclip, den ich haben will. Den bounce ich jetzt mit Effekten, ohne Effekte, aber so, dass ich wirklich nur noch diesen Clip hier habe. Und dann kann ich den auch ohne weiteres wiederverwenden. Gehört einfach so ein bisschen zur Projekthygiene, sage ich jetzt mal, oder Produktionshygiene mit dazu, dass man einfach mal guckt, oder von Anfang an einfach aufräumt und sagt so, okay, das möchte ich haben, Entscheidungen trifft und so weiter. So, das war's an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.